Das ist Dominik, ich bin Jakob. Und das sind die Was geht ab Flash News. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat ihre jährliche Rangliste veröffentlicht, die Länder gemessen an ihrer Pressefreiheit einstuft. Dabei landete Deutschland auf dem 14. Platz und verbesserte sich im Vergleich zum letzten Jahr. Da reicht es nur für den 17. Trotzdem ist es das 10. Jahr in Folge, dass es Deutschland nicht in die Top 10 geschafft hat. Auf den vorderen Plätzen sind unter anderem Neuseeland, Estland und Tschechien. Die Spitze teilen sich Finnland und Norwegen. Weit abgeschlagen sind die USA und Großbritannien jeweils auf Platz 46 und 33. Grund dafür ist offensichtlich der Umgang mit Whistleblowern und investigativen Journalisten im Laufe des NSA-Skandals. Die hohe Haftstrafe für Chelsea, ehemals Bradley Manning, würde andere Reporter davon abhalten, ähnlich brisante Informationen zu veröffentlichen. Am schlechtesten sieht es mit der Pressefreiheit in Eritrea und, wer hätte es gedacht, in Nordkorea aus. US-Präsident Obama und sein französischer Amtskollege François Hollande haben sich am Dienstag in Washington getroffen. Bei dem Staatsbesuch, übrigens der erste eines französischen Staatschefs seit 18 Jahren, ging es auch um die NSA-Affäre. Nach dem Gespräch hat Hollande verkündet, dass er den Skandal nun als überwunden ansieht. Das angeknackste Vertrauen sei wiederhergestellt und beide Länder könnten sich nun wieder dem Kampf gegen Terrorismus widmen. Ein No-Spy-Abkommen mit Europa wird es nicht geben. Das hat Obama nochmals deutlich gemacht. Obama lobte Frankreichs Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik und Mali, wo seit Wochen bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen. In Israel wird seit Wochen darüber diskutiert, ob das Wort Nazi verboten werden soll. Der Gesetzesentwurf würde die Nutzung des Begriffs nur noch zu pädagogischen und historischen Zwecken erlauben. Dabei geht es nicht darum, gegen Antisemitismus oder Rassismus vorzugehen. Vielmehr werde das N-Wort in Israel einfach viel zu häufig benutzt, um beispielsweise wirtschaftliche Katastrophen zu beschreiben. Damit wird der Holocaust verharmlost, sagt der Abgeordnete Shimon Ohio. Junge Israelis hingegen wehren sich gegen das mögliche Verbot, da es quasi eine Zensur der Sprache wäre. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, drohen einem Nazi-Sager 6 Monate Haft und 20.000 Euro Strafe. Seit dem 1. Januar dürfen die Bürger im US-Bundesstaat Colorado ja legal Marihuana kaufen. Knapp einen Monat später haben die Händler jetzt eine erste Bilanz ihres neuen Geschäfts gezogen. Dabei kam heraus, dass sich nicht nur mit dem Marihuana selbst gutes Geld verdienen lässt, sondern auch mit dessen Zubehör. Da der Stoff nur in durchsichtigen, kindersicheren Verpackungen verkauft werden darf, hat sich eine Firma allein darauf spezialisiert und stellt die Grastüten her. Auch andere Nebenprodukte sind sehr beliebt. Cannabis-Kekse oder Schokolade werden langsam zur Massenware. Einige Unternehmen bieten sogar Führungen durch die Marihuana-Plantagen an und kümmern sich um die Grastouristen, die aus anderen Bundesstaaten anreisen. Der neue Wirtschaftszweig macht sich also ganz gut und bringt dem Staat nebenbei auch noch Steuergelder ein. Schon seit Jahrzehnten versuchen Forscher und Ingenieure, eine saubere und sichere Alternative zur Kernenergie zu entwickeln. Normalerweise kann die Kernschmelze nur bei extrem hohen Temperaturen stattfinden und ist mit vielen Risiken verbunden. Jetzt haben einige Wissenschaftler womöglich die Lösung gefunden. Cold Fusion heißt das Ganze und stellt vielleicht die Lösung für all unsere Energieprobleme dar. Bei Cold Fusion kann nämlich schon bei niedrigen Temperaturen eine Kernfusion stattfinden, die unglaublich viel Energie produziert. Das ist zwei Chemikern aus Utah 1989 zwar schon einmal gelungen, konnte aber nicht in Experimenten wiederholt werden. Nun geht es darum, so schnell wie möglich eine Fusionsmaschine zu entwickeln. Amerikanische und europäische Unternehmen liefern sich schon jetzt einen spannenden Wettlauf. Wie wichtig ist die Pressefreiheit für euch? Hättet ihr Verständnis dafür, wenn das Wort Nazi in Israel verboten wird? Und was haltet ihr von Cold Fusion? Eure Meinung in die Comments. Da drüben gibt es noch 2 weitere Videos. Eins davon bringt euch zu Clickzoom. Der hat nämlich auch ein Video über Cold Fusion gemacht. Und unter mir könnt ihr immer auf dem Laufenden bleiben. Genau, unter mir gibt es dann wie immer Textkalibur und noch weiter unten die Social Media Links. Das waren die Was geht ab Flash News. Du bist schon wieder weg. Jetzt bin ich wieder hier so peinlich alleine. Ist so fies.